Eine junge Nonne und ein Pfarrer sind bei einem Waldspaziergang unterwegs und der Pfarrer, der findet die Nonne eigentlich urfesch und traut sich aber nicht abraten, weil die ist ein bisschen eine Keusche und der glaubt, da hat er keine Chance, das kann er nicht so offensichtlich machen. Deshalb lässt er sich eine List einfallen und sagt zur Nonne: Ja, Schwester Katharina, ich habe eine Frage an Sie. Kennen Sie den gefährlichen Gehirnpicker, der da im Wald herumfliegt? Sagt sie, was, der Gehirnpicker? Was ist denn, Herr Pfarrer, was ist denn ein Gehirnpicker? Naja, das ist so ein Vogel, der setzt sich auf Ihren Kopf und dann pickt er Ihnen das Gehirn raus. Stellen Sie ihn vor. Die Schwester ist ganz fertig und sagt, um Gottes Willen, und was soll ich machen, wenn da so ein Gehirnpicker kommt? Na, passen Sie auf, ich kenne den sehr gut, sagt der Pfarrer. Ich habe da ein Buch darüber gelesen, wenn der Gehirnpicker kommt, dann ziehen Sie sich den Rock über den Kopf und legen sie ihn auf Loch am Boden einfach. Das machen sie ganz einfach. Ja? Na gut, die gehen weiter und unterhalten sich. Auf einmal sagt der Pfarrer: Schwester Katharina, der Gehirnpicker! Na, die zieht den Rock über den Kopf, legt sie da nieder. Gell? Und der Pfarrer haut sie von hinten auf sie drauf. Sagt sie zum Gehirnpicker: Ja, pick nur, du depperter Vogel, von dort aus kommst